Nach zwei Facelifts vom T5 bis hin zum T6.1 soll 2021 mit dem T7 der erste echte neue VW-Bus seit 2003 vorgestellt werden. Mit der Entscheidung, einen vergleichsweise konventionell angetriebenen T7 aufzulegen, ist die ursprüngliche Modellplanung für die T-Reihe über den Haufen geworfen worden. Denn eigentlich sollte der gerade geliftete T6.1 einfach über das Jahr 2021 weitergebaut werden, das Angebot um den T7 und den bereits beschlossenen ID.Buzz ergänzen, für alle, die nicht elektrisch fahren wollen oder können. Der neue T7 wird sich optisch und konzeptionell so radikal wandeln wie zuletzt der T4, der als erster Transporter der Geschichte von Heck- auf Frontmotor umgestellt wurde. Denn der T7 fällt rund 10 cm flacher aus als der T6. Optisch erinnert er, so Insider zu Autobild, an wenig an einen Renault Espace, die zugespitzte flache ICE-Nase inklusive. Zu den Motoren. Wenn der T7 in 2 Jahren erscheint, werden wohl alle Benziner und Diesel als Mild-Hybriden elektrifiziert. Das Ziel, das soll den Verbrauch gegenüber heute um mindestens 10% senken. Zusätzlich kommt wohl ein Plug-in-Hybrid mit rund 250 Benziner PS ins Programm, der etwa 50 Kilometer rein elektrische Fahrt ermöglichen soll.